So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Dom und heute beantworte ich wieder eine Frage aus der Community. Ja, manchmal schreibt ihr ja ein paar Dinge, die man nicht einfach eben schnell mit zwei Sätzen beantworten kann. Und hier habe ich eins von Hans Meyer. Der hat mir geschrieben zu dem Video Die Wahrheit über Wing Chun. Das werde ich hier oben mal verlinken. Ich lese es einmal vor und blende es aber auch ein hier, was er geschrieben hat. Das sogenannte Sparring, wie ich es, also Hans Meyer, es vor 30 Jahren erlebte und auch heute noch immer wieder leider sehen muss. Einer versucht brav mit der jeweiligen Kampfkunst zu arbeiten, zum Beispiel Wing Chun, und das Klopper gegenüber dominiert nicht mit Technik, sondern mit reiner Brachialität, also mit Kraft und Gewalt. Es macht so aber keinen Sinn, denn der Normalmensch lernt niemals aus sich herauszugehen. Hinzu kommt, dass in einem Großteil der Vereine dir gar nicht gezeigt wird, was dich schützt. Endlosprogramme und Soft Wing Chun. Bloß kein Dampf in die Technik. Tja, und dann sagt er zum Abschluss, und das gefällt mir sehr gut, I tell you something, the heart of Wing Chun is not Chi Sau, it is a punch. Ja, Hans Meyer, erstmal recht herzlichen Dank dafür, für diesen super Kommentar. Daumen nach oben. Ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Wenn also zwei Personen Sparring miteinander betreiben, dann muss man einfach wissen, Sparring ist Training und das ist ganz wichtig. Also Sparring bedeutet, dass zwei Leute miteinander sich so ein bisschen duellieren als Training und beide wollen besser werden. Beide wollen ihre Techniken einbringen, beide wollen schauen, ob sie mit ihren Fähigkeiten, Fertigkeiten durchkommen und weiterkommen und ob das Erlernte auch zu einem bestimmten Ziel geführt hat. Und wenn natürlich einer nur mit Kraft arbeitet und der andere vielleicht unterlegen ist, dann bringt es denjenigen nicht weiter. Also wenn ich logischerweise Sparring mit einem meiner Jungs oder Mädels mache und die kommt zu mir zum Training und ich gebe Vollgas, dann haben die niemals ein Erfolgserlebnis, dann kommen die nicht weiter. Dann bleiben die auf einer Stelle stehen oder sacken ab, weil sie immer Angst haben, von irgendwelchen Fauststößen getroffen zu werden. Das ist aber nicht das Ziel eines guten Trainers. Ein guter Trainer muss seine Leute fördern, er muss dafür sorgen, dass die wachsen, dass die besser werden und darf keine Angst davor haben, wenn er mal selber einen vor die Maske bekommt oder wenn vielleicht die Leute besser werden als er selbst. Das gehört mit dazu. Ja? Und ja, die Endlosprogramme im Wing Chun, ja, da hast du schon, glaube ich, nicht ganz unrecht. Ich denke, du spielst an auf die Chisau-Sektion, was Endlosprogramme betrifft. Da habe ich ein Video über die Didaktik, das kannst du dir mal angucken, das verlinke ich mal an der Stelle. Ja, und keinen Dampf in die Technik zu legen, also nicht mal mit Power zu arbeiten, das gibt es bei uns nicht. Das ist das Schöne, wenn man sequenzbasiertes Wing Chun betreibt, also bestimmte Trainingssequenzen sich herauspickt und sagt, jetzt arbeite ich das ab, da kommt der V-Stoß, bum bum, du musst umgehen mit den ganzen Angriffen, da kommt eine Doppelkombo, eine Dreierkombo, Kick, Faust, Finden oder sonstiges und jetzt musst du damit umgehen und dann nach vorne attackieren mit Power und dann zum Schluss mit einem Takedown. Alle unsere Übungen und Techniken, die wir machen, enden bei uns im System immer mit einem Takedown. Das bedeutet, der Gegner muss zum Schluss am Boden liegen und in der Realsituation würde ich dann auch einen Krankenwagen rufen. Aber ne, es ist der Kampf erst dann gewonnen, wenn der andere am Boden liegt. Und da du sagst, the heart of Wing Chun is not Chi Sau, it is the punch. Ja, also man sagt ja immer, Chi Sau ist nicht das Herz des Wing Chun, sondern die Seele. Aber du hast natürlich recht. Chi Sau deckt lediglich einen kleinen Bereich des gesamten Wing Chun Systems ab, nämlich dann, wenn wir in der absoluten Nahdistanz sind. Ja? Also wenn dann deckt Chi Sau genau diese Sequenz ab, also wenn es zum Schubser kommt, wenn einer dich greift, also immer dann, wenn du Kontakt zu den Armen hast zum Gegner, ja, ne? Klebende Arme oder wie auch immer, ne? Das deckt diesen Teilbereich ab, den Rest nicht. Also wenn der Boxer vorne steht und macht irgendwelche Angriffe, kommst du mit deinem Chi Sau nicht weiter. In diesem Sinne danke ich dir für deinen Kommentar und wir haben jetzt auch die Funktion des Super Thanks, wenn dir oder euch das Video gefallen hat. Alles freiwillig natürlich, aber laut YouTube soll man darauf hinweisen, es gibt die Möglichkeit jetzt hier auch ein Super Thanks dazulassen und mich und den Kanal etwas zu unterstützen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut gerne Kommentare rein und den einen oder anderen werde ich auch in Form eines kleinen Videos beantworten. In diesem Sinne, haut rein, ciao.